Hallöchen, willkommen zurück im Vogelsimulator. Nee, nicht im Vogelsimulator, im Prison Break. Fütter den Vogel. Breche aus. Nee, das ist ja Prison Break. Raue Schnaps, breche aus und keine Ahnung was Simulator. Verprügle andere Leute. So, in die Bibliothek. Dann kriegt der einen Wurm. Und dann findet der mich sowas von geil. Wenig, dann kriegt er aber sowas von einem. Der eine Suppe. Dann kommt der in die Suppe. Sag danke, Jake. So, jetzt kriegt das Buch, ne? Entschuldigung. Glauben Sie, der Vogel... Was meinst du, Jake? Sollen wir ihm das Buch geben? Ich glaube, Jake mag dich. Yeah. Hier, du kannst das Buch haben. Und denk dran, Ball flach halten. Das ist Anarchiezeichen auf dem Buch. Danke, Brooks. Werd's versuchen. Pferdekuchen? Was soll denn das sein? Okay. Was brauche ich? Wir mischen alle Zutaten in einem geeigneten Behälter, Deckel drauf und ab dafür. Ein halber Becher Frittierfett, 6 Becher Phosphor, ein halbes Stück Seife, 4 Becher Dünger, 3-4 Teelöffel rosa Wismut. Genau. Das kriege ich mit bloß... Nie noch ein Brecheisen? Hab ich. Yeah. Nicht mit. Wofür? Keine Ahnung. Doch, ich kann da bestimmt eine Magnetspule oder so draus machen. Glücksbringerhufeisen. Da kann ich bestimmt einen Draht drum wickeln und dann habe ich einen Magnet oder so ähnlich. Irgendwie sowas Behämmertes wird das. Und hier kann ich immer reingucken, ne? Ich fürchte, hier kommen keine Häkchen. Okay, die Bombenanleitung. Ich fürchte, die muss ich komplett anders machen. Habe ich so die Befürchtung. Kann ich jetzt hier wieder runter? Okay, ich muss irgendwie... Erstmal gucken, ob sich was geändert hat. Ist immer noch mehr Schnaps drin? Könnt ihr mir noch mehr Schnaps holen? Yeah, kann ich. Okay, dann gehen wir den Typen nochmal weiter vergiften. Müsste ja gehen. Oder? Nee. Nee. Kann ich jetzt nicht mehr. Scheiße. Das behalte ich lieber. Kann ich den einfach behauen? Ich will keinen Streit anfangen. Boah. Ein halbes Stück Seife. Boah, das kann ja älter werden, ey. Ich habe auch das Kaugummi gar nicht mehr. Jetzt weiß ich. Also ich brauche auf jeden Fall den Dünger. Warum ich jetzt hier die komische Vogelscheuche aufbaue, keine Ahnung. Wenn der Dünger direkt da drin liegt. Aber ich kriege das Ding nicht auf. Kann ich das hier mit aufbrennen? Dafür ist... Nee. Petro, das Laub kann ich wohl öfters... Hab schon welche. Es wird nicht klappen. Es wird nicht... Es wird nicht klappen. Das ist ein... Das ist auch nicht dumm. Es wird nicht klappen. Mach ich nie mit. Okay, es kann losgehen. Was denn? Ich will die schöne Arbeit nicht umsonst getan haben. Was kann losgehen? Oh, irgendwas habe ich zu früh gemacht. Jetzt komme ich hier nicht weiter. Scheiße, ey. Wie geht das denn? So. Rede mit ihm, sag ihm, dass jemand hinter ihm ist. Der Typ wird aufhören zu essen. Inventar, dann bekommt man einen Wurm. Ein Antaz zieht raus. Geh zurück zur Bücherei. Du musst ihm Dinge erzählen, die keinen Sinn ergeben. Schließlich bekommst du das richtige Buch. Ja, hab ich. Ja, so, und nu? Jetzt muss ich eine Bombe bauen. Und ich muss den speichern.
Montag 6. Eine Bombe bauen, eine Bombe bauen. Dann fangen wir mal oben an. Ich weiß nicht, was das ist. Wir fangen nicht oben an. Vor allem 4 Becher Dünger. In einem geeigneten Behälter. Deckel drauf und ab dafür. Die Flasche wird wahrscheinlich nicht reichen, weil das Bild so TNT-Ding. Kriege ich denn 6 Becher Phosphor her? Frittierfett kriege ich wahrscheinlich aus der Küche, ne? Kann ich mir vorstellen. Wenn, wohne ich da? Wo wenn ich da? Ich guck mal, ob es da irgendwas gibt jetzt. Muss hier einfach mal öfter durch die Gegend laufen. Die Rohre. Kann ich die eben kaputt machen? Nein. Okay, okay. Gibt's hier noch irgendwas? Achso, warte mal. Kann ich da irgendwie ausstellen? Da fass ich nicht rein, das ist. Du hast ja auch die Kochplatte. Selten reinkippen. Oder das Laub. Wäre auch toll. Das wird nicht klappen. Kann ich ihm das Ding geben? Wer würde das noch? Nein. Mir auch nicht. Achso, ihm vielleicht. Das behalte ich lieber. Ah, ich dachte, er trottet Hals oder so. Sollte ich lieber nicht, nachdem ich die Suppe versaut habe. Was für ein Mammut. Hier ist aber auch nichts dahinter. Kann man aber auch nichts irgendwie machen. So ein Kack. Da scheint Blech im Waschmittel zu sein. Die reagiert auf Hitze. Kann ich dann mein... Ich denke nicht, dass das klappt. Kissen da rein tun? Auch nicht. Warum geht das alles nicht, Mann? Das Apfel. Aus dem Topf da brauche ich nicht. Ist ja sicher. Ich glaub doch. Oh, Scheißspiel. Der ist taub wie ein Zaunpfahl. Da will ich nicht noch mehr Zeit verschwenden. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen muss. Hol uns mal den ersten Hinweis. Für den nächsten Tag. Geh zur Bibliothek. Haben wir alles. Bam. So, erstmal Augen zudenken. Ich nichts sehen. So, fang an die Bombe zu bauen. Blick ins Buch. Ich guck mal hier. Zeig dir eine Liste. Radfett, Streichhölzer, Wismut, Dünger, Stück Seife. Um an die Seife zu kommen, frag einfach Murray danach. Das Loch ist. Also nimm die leere Flasche aus Karls Zelle, zieh sie mir über den Schädel. Du wirst direkt ins Loch geworfen. Was? Warte mal, ich rede erstmal mit Murray. Kommt man da drauf? Oder ist das einfach Banane? Nur ein Stück Seife, wenn Sie mich also entschuldigen. Ein Stück Seife? Da drin findest du mit Sicherheit keins. Es gibt keine Seife im Duschraum? Nein, es gab da in der Vergangenheit Probleme. Verstehe. Stinken deshalb alle hier drin so? Weiß ich nicht. Aber Seife findest du nur an einem Ort. Im Loch. Oh Gott, das ist ja ekelhaft. Im Loch. Es geht hier doch um das Rektum von irgendjemandem, oder? Das hat man oft damit verglichen. Aber in Wirklichkeit ist das die Zelle für die Schlimmsten der Schlimmen. Sonst gibt's aber nirgendwo Seife. Wird schon nicht so schlimm sein. Ich muss dieses Loch sehen. Können Sie mir da helfen? Was? Können Sie mit Ihrem Einfluss nicht erwirken, dass ich da reingesteckt werde? Können Sie mit Ihrem Einfluss nicht erwirken, dass ich da reingesteckt werde? Warum sollte jemand da freiwillig rein wollen? Ich mein's ernst. Können Sie mir das Loch nicht wenigstens einen Moment lang zeigen? Glaub mir, da willst du nicht hin. Also sind wir doch keine guten Freunde, was, Murray? Was muss ich machen, dass ich in dieses Loch komme? Ich sag ja, du musst was wirklich Schlimmes machen. Weißt du, hier gibt's ein paar strenge Regeln. Und wenn du einige von denen missachtest,
dann wirst du ruckzuck ins Loch gesteckt. Sowas wie Drogenhandel, nächtliches Singen, gewalttätige Handlungen, FKK, nicht ausgewiesenen Stellen. Aber wenn du meinen Rat willst, machst du lieber keinen Ärger. Okay, ich versuche mir das zu merken. Danke für die Info, Murray. Sie kriegen auch was Schönes zum Geburtstag. Okay. Murray, Sie sind hässlich. Reicht das? Ich weiß, dass du das nicht so meinst, Junge. Mir ist voll auf bewusst, wie gut ich aussehe. Ja, genau. Ach, blöder, sexy Murray. Okay, also ich muss den Karl, der mir eigentlich gerade versprochen hat, mir ständig was zu schenken, muss ich jetzt verprügeln mit einer Pulle. Da wäre ich aber nicht drauf gekommen. Okay, ziehen wir ihm die Pulle über die Birne. Das behalte ich lieber. Was? Das geht gar nicht. Achso, vielleicht muss ich Murray die über die Birne ziehen. Und nicht ihm oder der Katze. Irgendwie muss ich auf jeden Fall die Pulle. Okay. Tut mir leid, mein Freund. Autsch! Au! Das war nicht sehr schlau, Junge. Du hast dir gerade einen All-Inclusive-Aufenthalt im Loch verdient. So, das Loch. Die meisten Frischlinge werden in der ersten Nacht fast wahnsinnig. Und das? Irgendeiner bricht immer heulend zusammen. Das passiert jedes Mal. Die Frage ist nur, wer wird es sein? Man kann darauf Wetten abschließen, wie auf vieles andere auch. Ich hatte mein Geld auf Randy Hicks gesetzt. Okay, das ist also das berühmte Loch. Okay. Schritt Nummer 1, ein Stück Seife finden. Schritt Nummer 2, schnell raus aus diesem Scheißloch. Schritt Nummer 3, heim zum lieben Marconi. Mein Gott, hätte nie gedacht, dass ich den stinkenden alten Arsch mal vermissen würde. Okay, Schwamm. Toll. Der ist zwar vollgesaugt, riecht aber gar nicht mal so übel. Ich hoffe, das ist Wasser. Bitte, mach, dass es Wasser ist. Eimer? Ist nur ein Eimer mit Wasser drin. Und so wie es aussieht, auch mein Klo. Wand, verschmutzte Wand, Tür, Türschlitz. Die Wand ist ganz schön dreckig. Okay, die kann ich doch sauber machen. Oh, hey, steht was. Da steht was unter dem ganzen Dreck geschrieben. Was denn? Da steht, ich habe noch nie Berlin gesehen, weder vom Boden noch aus der Luft. Und was? Beides will ich noch tun, ehe der Krieg zu Ende ist. Was? Kann ich den Schwamm jetzt im Eimer auswaschen? Ist schon ganz vollgesaugt, das muss ich nicht nochmal machen. Okay. Das mache ich nicht sauber. Jetzt ist die Wand zwar etwas sauberer, aber ich fasse sie trotzdem nicht an. Diese Inschrift ist ja völlig überflüssig. Okay. Kann ich da... Ich fütter das Viech, das da drin lebt, nicht. Warum nicht? Und ich mit Schnaps? Dafür ist er. Randall. Schätze, die schauen ja ab und zu mal nach mir. Glaubst du, dass sie nach dir schauen? Ich glaub das nicht. Nein. Eine verstärkte Tür. Da ist ein Loch im Loch. Und ich würde sagen, da lebt was drin. Fasst er denn rein? Da stecke ich meine Hand nicht rein. Hätte ja sein können. So, wir haben auch noch ein Brecheisen dabei. Das stecke ich nicht in. Hm. Ich fütter das Viech, das da drin lebt, nicht. Das ist doch nicht füttern, Mann. Wenn du das für eine gute. Wenn du das für eine gute Idee. Muss irgendwie an Seife kommen. Da steht bei. Okay. Ich dachte, der wäre jetzt voll dreckig, der Dingens. Ist nur ein Eimer mit Wasser. Okay. Nee, ich muss gerade nicht. Hm. Das stecke ich nicht in den Eimer.
denn? Ist die Frage, was denn? Was steckst du denn in den Eimer? Also hier steht erstmal nur, zieh sie ihm über den Schädel, du wirst direkt reingeworfen. Geduld. Mache ich in der Zeit einfach ein paar andere Sachen. Es gibt. Wenn du das für eine gute. Was soll ich mir eigentlich mit dem Maßband? Da muss nichts. Das macht alles keinen Sinn. Ich habe keine Ahnung, wie es hier weitergeht. Und, ja, ich sehe auch, die Folge ist gerade vorbei. Deswegen machen wir in der nächsten Folge weiter. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.